Ja, hallo meine lieben Geoleben TV-Zuseher, schön, dass du hier mit dabei bist bei diesem Video. Ich habe hier schnell mal mit meiner Handykamera ein kleines Videochen improvisiert, sage ich mal. Bin hier in München und war gestern mit meiner Freundin auf der Tollwut, ich weiß jetzt gar nicht, wie man sagt, es ist auf jeden Fall ein riesengroßer Markt auf der Wiesn, auf dem Oktoberfestgelände, und ja, es war so ganz nett. Vielleicht gibt es noch ein, zwei Bilder dazu, so viel habe ich nicht machen können. Und da ist mir eine ganz liebe Idee untergekommen für die Gesundheit, für den Kreislauf, für die Durchblutung und was mit Zimt alles noch so passieren kann. Ich halte es jetzt mal in Kamera, genau hier halte ich zwei so Zimteinlagen, hergestellt in Vietnam, finde ich auch nett. Riechen richtig gut, also ja, ist auch schön verarbeitet das Ganze. So Zimteinlagen, die man eben in die Schuhe reingibt und die dann eine besondere Wirkung aufweisen. Was der Zimt dann ganz genau macht, das erfährst du eben nach dem Intro, meine Lieben. Ja, meine Lieben, was macht der Zimt also nun? Grundsätzlich jetzt nochmal auf die Zimteinlagen zu kommen. Hier ist in jedem Fall der antibakterielle Einfluss des Zimts, der hier zu tragen kommt. Meine Füße duften jetzt nicht mehr nach Schweiß, sondern sie duften nach Zimt. Aber schauen wir uns jetzt einfach mal noch weitere wunderbare Wirkungen dieser Zimteinlagen beziehungsweise auch der Einnahme des Zimtes an. Da hätten wir als erstes durch die thermostatische Wirkung des Zimts, also durch die wärmeregulierende Wirkung des Zimts, werden heiße Füße oder brennende Fußsohlen auf eine angenehme Temperatur gebracht. Das kann ich echt bestätigen, meine Lieben. Fußschweiß wird reduziert, wie schon gesagt, und kalte Füße erreichen eine ganz angenehme Körperwärme. Zweitens, die Schärfe des Zimts trägt zur Desinfizierung der Füße bei und verhindert eben, dass sich dort Pilze oder Bakterien ansiedeln können. Ja. Dritter Punkt, durch die Beeinflussung über die Meridiane, das sind die TCM, in der traditionellen chinesischen Medizin, das sind diese Leitbahnen zwischen den Organen, in denen eben die Energie fließt, und durch diese Meridiane werden die Körperorgane besser mit Energie versorgt und Entgiftung wird angeregt. Zudem soll eben der Zimt die Durchblutung, den Energiefluss, den gesamten Stoffwechsel und sogar die Stimmung ausgleichen und verbessern. Wenn das durch die Zimtsohlen nicht passiert, wenn du glaubst, das passiert über die Zimtsohlen eben nicht, dann halt einfach Zimt so zu den Speisen geben, zu den Smoothies geben, dann nimmst du Zimt oral ein und hat natürlich dadurch noch weitere Wirkungen, die ich kurz besprechen werde. Viertens, die Polster in den Zimteinlagesohlen sollen für eine sanfte Massage der Fußsohlen sorgen und ein angenehmes Gehen ermöglichen, was ich, wie gesagt, schon auf jeden Fall bestätigen kann. Es fühlt sich wirklich gut an, es fühlt sich wärmer an, es fühlt sich einfach so getragen an, und wie gesagt, der Schweiß ist auf jeden Fall weg und wie gesagt, es fühlt sich cool an. Ja, und wenn du den Zimt oral einnimmst, also nicht nur über die Zimtsohlen, dann hat der Zimt auch bei Diabetes einen sehr, sehr positiven Einfluss. Warum ist das so? Der Wirkstoff MHCP des Zimts sorgt eben dafür, dass der Zucker, also die Glucose, schneller und leichter in die Zellen kommt. Ja? Deshalb der Blutzuckerspiegel im Blut nicht so ansteigt, beziehungsweise eben weil der Zucker schneller in die Zellen kommt. Zimt sorgt auch dafür, dass der Zucker im Magen schon nicht so schnell an den Blutkreislauf abgegeben wird, was natürlich auch wieder eine Reduzierung des Blutzuckerspiegels bedeutet. Bei Versuchen an Menschen zeigte sich, dass zweimal am Tag jeweils 1 Gramm Zimt nach dem Essen ausreicht, um die Blutzuckerwerte signifikant zu senken, auch das LDL-Cholesterin um 15-25% gesenkt hat und die Triglyceridwerte um bis zu 23% gesenkt wurden. Wenn Zimt also für niedrigere Blutzuckerwerte sorgt, wird nicht mehr so viel Zucker in die Fettzellen eingebaut, also hilft es auch beim Abnehmen. Das nur so nebenbei. In weiteren Versuchen hat sich auch gezeigt, dass vor allem Zimtöl die Hirnleistung steigert. Das ist ja auch nicht so schlecht, würde ich auf jeden Fall mal sagen. Bei Zimt rate ich in jedem Fall Ceylon-Zimt
Bio zu verwenden, da eben dem chinesischen Zimt nachgesagt wird, dass der Stoff, ja, Kumarin, also Zimt enthält Kumarin, und dieser sorgt eben dafür, dass es zu Leber- und Nierenschäden kommen kann. Diesbezüglich ging es aber bei diesen Versuchen eher um die synthetische, um das synthetisch hergestellte Kumarin, und hier wurden die Grenzwerte beträchtlich überschritten. Also hier einfach, wie schon gesagt, Ceylon-Zimt Bio verwenden. Im chinesischen Zimt ist circa 100 Mal mehr von diesem Kumarin enthalten als im Ceylon-Zimt. Da seid ihr auf jeden Fall mit dem Ceylon-Zimt auf der sicheren Seite. Ja, so. Es gibt noch einige Einsatzbereiche von Zimt, doch die bespreche ich noch gerne in einem weiteren Video die nächsten Tage. In dem Sinne, alles Liebe, bleibt gesund oder werdet gesund, weil das ist sowieso das Wichtigste. Gebt mir einen oder mehrere Daumen hoch, abonniert den Kanal und die Glocke nicht vergessen, damit du jede Information über ein neues Video so schnell wie möglich bekommst. Schau auf meine Homepage, bewusst gesund, geosixlebensmut.at. Hier gibt es noch viele weitere Informationen zur Gesundheit und empfohlene Produkte, die du dort ganz einfach bestellen kannst. Wir sehen uns in den nächsten Tagen. Ciao, tschüss und Servus, euer Geo.